Und es kann doch nicht sein, dass man in Deutschland erst austherapiert sein muss. Dann ist man schon so schwach, da hat man doch gar keine Kraft mehr, sich Alternativen zuzuwenden, die vielleicht noch einen kleinen Hoffnungsschimmer bringen. Also da bin ich wirklich entsetzt. Und das ist eben, was Sie zu Recht sagten, da haben wir einen Widerstreit, weil wenn wir im Standard, im Leistungskatalog nur noch sehr, sehr schädigende Methoden haben, wo wirklich sehr, sehr fraglich ist, ob da irgendwie überhaupt noch ein klinisch relevanter Erfolg rauskommt, bei gleichzeitig gravierenden Nebenwirkungen, dann muss man sich ja rechtlich auch die Frage stellen, inwieweit muss ich mich dem denn jetzt aussetzen, wieder und wieder und wieder, mit der Folge, dass A, die neue Methode, die ich möchte, überhaupt nicht mehr wirken kann. Weil ich vielleicht schon so immunsupprimiert bin oder was auch immer. Und ja, und da muss eben halt auch in der Praxis ein Ausgleich getroffen werden. Doch wenn der Nutzen einer Therapie bereits wissenschaftlich belegt ist, wie kann es dann sein, dass man diese Behandlung trotzdem nicht finanziert bekommt? Für unser Verständnis steht dies im Widerspruch zu folgendem Gesetzestext. Nach § 27 Absatz 1 SGB 5 haben gesetzlich Krankenversicherte einen Anspruch auf Krankenbehandlung, wenn diese notwendig ist, eine Krankheit zu heilen, ihre Verschlimmerung zu verhüten oder Krankheitsbeschwerden zu lindern. Dabei müssen Qualität und Wirksamkeit der Leistung dem allgemeinen Stand der medizinischen Erkenntnisse entsprechen und den medizinischen Fortschritt berücksichtigen. Wo, frage ich mich, ist das bei der Hypertonie nicht gegeben? Also wo verbirgt sich das Problem? Wer blockiert die Aufnahme der Hyperthermie in den Leistungskatalog der Krankenkassen? Sind es die Krankenkassen selbst? Ist es die Politik? Oder gibt es womöglich Interessenskonflikte seitens der Pharmaindustrie? Wir forschen nach und gehen der Sache auf den Grund.